Meine Damen und Herren, wir haben uns in der vergangenen Woche zunächst einmal mit der Hydrostatik beschäftigt, also mit der Lehre von ruhenden Flüssigkeiten und oder Gasen. Haben da einige, wie ich glaube, schon wichtige Gesetzmäßigkeiten kennengelernt und jetzt beginnt die Geschichte sich zu bewegen. Das ist natürlich das, was dann besonders interessant ist bei den Fluiden, dass sie strömen können. Und die Strömungen von Fluiden, das ist also der Überbegriff, wie Sie wissen, für Flüssigkeiten und Gase, die wollen wir uns jetzt betrachten. In vielen Fällen macht es dabei nicht wirklich einen wesentlichen Unterschied, ob man eine Flüssigkeitsströmung oder eine Gasströmung betrachtet. Nur ist natürlich, wie wir ja schon früher festgestellt hatten, ein wesentlicher Unterschied der, dass die Flüssigkeiten weitgehend inkompressibel sind, während die Gase dann doch kompressibler sind. Wie Sie aber in weiterer Folge sehen werden, wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, ist auch bei vielen Gasströmungen die Kompressibilität gar nicht ein so wesentlicher Punkt bei der Strömung. Also bei der Fluidströmung kommt es zunächst einmal darauf an, wie man denn den Strömungszustand beschreiben kann. Und da gibt es also verschiedene Größen, die alle Funktionen des Ortes, also Raumfunktionen sind, innerhalb des strömenden flüssigen Bereichs, die wesentlich sind. Die wichtigste Funktion ist natürlich die Strömungsgeschwindigkeit, V. An jedem Punkt wird sie im Allgemeinen unterschiedlich sein, innerhalb eines strömenden Bereiches. Drei Komponenten für die Beschreibung dieses Strömungsfeldes, der Geschwindigkeiten. Dann natürlich ein wesentlicher weiterer Punkt ist eine skalare Funktion, der Druck. Und der Flüssigkeits- oder Gasdruck in diesem ganzen Strömungsfeld macht dann ein ganzes Feld ein skalares Feld. Deswegen schreibe ich auch her ein Druckfeld. Und natürlich ist auch das die Geschwindigkeiten bilden auch ein Strömungsgeschwindigkeitsfeld. Mit Feld ist immer gemeint die Abhängigkeit vom Ort. Und natürlich, wenn man schon davon ausgeht, dass grundsätzlich man es auch mit kompressiblen Medien, mit Gasen zu tun haben wird, dann kommt es auch extra noch auf die Dichte an und man hat ein Dichtefeld. Natürlich auch das ist nicht alles. Letzten Endes muss man davon ausgehen, dass innerhalb eines strömenden Bereiches auch die Temperaturen unterschiedlich sind. Das allerdings werden wir hier nicht weiter behandeln. Das führt dann zur sogenannten Thermohydrodynamik, die aber für viele praktische Zwecke nicht so wichtig ist. In vielen Fällen ist es eine ausreichende Näherung, davon auszugehen, dass man nahezu isotherme Verhältnisse in einem solchen Strömungsfeld hat. Ich schreibe daher in Klammer dazu das Temperaturfeld. Um das wir uns aber hier jetzt nicht weiter kümmern werden.
Naja, und dann mit diesen Größen, das sind also, wenn man von der Temperatur absieht, drei Komponenten des Geschwindigkeitsvektors und zwei Skalare. Mit diesen fünf Ortsfunktionen, die sich hier ergeben, kann man also das Geschwindigkeitsfeld, das Strömungsfeld sehr ausführlich beschreiben. Und wir wollen jetzt Bezeichnungen hier noch erwähnen. Besonders wichtig ist die sogenannte Stromlinie. Naja, das ist auch ein Begriff, den man in der Alltagswelt kennt. Wenn ein Auto besonders schick ausschaut, dann ist es stromlinienförmig. Aber was bedeutet das eigentlich? Was sind Stromlinien? Und das möchte ich also ganz klar und deutlich kurz erklären und bitte Sie, sich das auch zu merken. Das ist nichts anderes, eine Stromlinie, als eine Tangentiallinie an das Geschwindigkeitsfeld. Also in jedem Punkt des Geschwindigkeitsfeldes sind die Geschwindigkeitsvektoren Tangentialvektoren an die Stromlinien. In der Weise können die Stromlinien dazu dienen, das Geschwindigkeitsfeld anschaulich darzustellen. An jeder Stelle zeigt die Tangente der Stromlinie in die Richtung der Strömung. Daneben aber verwendet man auch den Ausdruck Stromfaden. Das hört sich jetzt so an, als ob das ein Streit um des Kaisers Bart wäre, Linie, Faden. Aber die Stromlinie ist also definitionsgemäß eine Kurve und hat daher auch kein Volumen. Während ein Stromfaden ergibt sich innerhalb einer Strömung, wenn man einen kleinen Strömungsquerschnitt betrachtet und dann durch alle diese Randpunkte dieses Strömungsquerschnitts hier, der Begrenzung dieses Strömungsquerschnittes, Stromlinien durchzeichnet. Dann ergibt sich hier so eine Röhre und der Inhalt dieser Röhre, das ist dann ein Stromfaden. Also ein Stromfaden ist etwas, zwar immer noch fadenförmiges, nicht? Aber hat ein Volumen. Da gibt es Volumenselemente der strömenden Flüssigkeit oder des Gases drinnen. Während eine Stromlinie ist eben nur eine Kurve ohne eigenes Volumen. Das ist ein wesentlicher Unterschied, den wir insbesondere dann brauchen werden, wie Sie gleich sehen werden, wenn wir von turbulenten Strömungen sprechen, um die zu beschreiben. Und als dritte Größe oder dritten Begriff, den ich hier einführen möchte, möchte ich noch erwähnen, die Bahnkurven. Bahnkurve. Was ich damit meine, ist die Bahnkurve eines Flüssigkeitselementes im Zuge der Strömung. Da werden Sie sich vielleicht jetzt denken, naja, das ist eh dasselbe wie die Stromlinie. Es zeigt sich, dass diese Begriffe nur dann zusammenfallen, wenn die Strömung eine stationäre Strömung ist, was ich gleich näher erläutern werde. Also nur dann, wenn das Strömungsfeld sich zeitlich nicht ändert. Lassen wir das jetzt kurz dahingestellt. Ich sage das nur, um zu erläutern, warum wir diese zwei Begriffe unterschiedlich hier einführen. Wenn wir jetzt gleich zu den verschiedenen Strömungsformen kommen, können wir das noch etwas genauer besprechen. Also jedenfalls würde man meinen, dass Stromlinien und Bahnkurven in der Strömung dasselbe sind. Sie werden oft annähernd dasselbe sein, unter manchen Bedingungen tatsächlich dasselbe, aber generell ist das ein unterschiedlicher Begriff. Und das Wesentliche ist die Stromlinie, die viel wichtiger ist in der Beschreibung als diese Bahnkurve,
die ist eben die Tangentiallinie an die Geschwindigkeitsvektoren. Na, jetzt wollen wir als nächstes uns verschiedene strömende Fluide betrachten. Die kann man auch einigermaßen nach verschiedenen Kriterien einteilen. Wir wählen zwei. Das eine ist, das Fluid kann sein inkompressibel oder kompressibel. Und hier ist mir wichtig zu erwähnen, wie ich vorhin schon kurz angedeutet hatte, dass die Tatsache, ob ich ein strömendes Medium als kompressibel oder als inkompressibel ansehen möchte oder ansehen kann, oft davon abhängt, was für Strömungen man betrachtet. Also Gase, insbesondere also die Luft, sind natürlich kompressibel. Und daher würden Sie natürlich sagen, klarerweise ist eine Gasströmung nur so zu beschreiben, dass dieses Medium eben als kompressibel angesehen wird. Aber wenn man entsprechend ausreichend langsame Strömungen betrachtet, und wir werden gleich darüber sprechen, was meine ich mit langsam, dann sind die Differenzdrücke, die in einer solchen Strömung auftreten werden, verhältnismäßig geringfügig. Wenn die Strömungsgeschwindigkeiten nicht sehr groß sind, werden sich auch in der Strömung keine großen Druckdifferenzen aufbauen. Und nachdem ja der allgemeine Luftdruck immer in der Gegend von einem Bar ist, also das sind ja immerhin 10 der 5. Newton pro Quadratmeter, da spielen dann so ein paar Pascal, ein paar so Newton pro Quadratmeter nur eine sehr untergeordnete Rolle. Das heißt, wenn man ausreichend langsame Strömungen betrachtet, dann ist es eine gute Näherung, auch Gase als inkompressibel zu betrachten. Es ist halt wie so oft in der Physik, nichts ist absolut. Meistens muss man sich auf irgendwelche Referenzen sinnvollerweise beziehen. Und wenn also zwar das Gas im Prinzip kompressibel ist, dann ist diese Kompressibilität in vielen Fällen nicht nennenswert und braucht nicht berücksichtigt zu werden. Na, wie wird das also insbesondere bei einer Gasströmung sein, wenn man also sagt, langsame Strömungen? Was meinen Sie denn, was glauben Sie, was wird denn eine Geschwindigkeit sein, an der man sich hier orientieren kann, ob etwas langsam oder nicht mehr langsam ist? Oder ab welchen Geschwindigkeiten meinen Sie denn, überlegen Sie einfach oder schätzen Sie oder raten Sie, was für Geschwindigkeiten werden es denn sein bei einer Gasströmung, wo die Kompressibilität wichtig wird? Was glauben Sie? Schallgeschwindigkeit, ganz richtig. Das ist also eine Ausbreitungsgeschwindigkeit von Druckschwankungen, also von Longitudinalwellen, darüber sprechen wir später, innerhalb dieses Gases, dessen Strömung wir auch betrachten. Und solange die Strömungen langsam sind gegen die Schallgeschwindigkeit, kann man in guter Näherung, wie sich zeigt, die Kompressibilität des Gases vernachlässigen. Also selbst noch bei den Verkehrsmaschinen, den Jumbojets für den allgemeinen Flugverkehr, sind die Geschwindigkeiten gering genug, dass es zu keinen so großen Druckänderungen gibt, kommt, dass wesentliche Dichteänderungen der Luft passieren. Hingegen bei Jets, die mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit unterwegs sind, da muss man mit erheblichen Druckveränderungen rechnen. Dort ist die Strömung überhaupt nicht mehr als inkompressibles Medium zu betrachten, sondern da treten dann insbesondere an den Vorderseiten, wo das Flugzeug angeströmt wird,
ganz erhebliche Drücke auf. Und deswegen schauen dann so Jagdbomber zum Beispiel so aus, dass die vorn ganz spitz zusammenlaufen. Werden Sie vielleicht schon einmal wo auf einer Aufnahme gesehen haben oder vielleicht sogar einmal tatsächlich einen gesehen haben. Während die normalen Verkehrsflugzeuge, die schauen vorn so zigarrenförmig aus. Da ist das noch nicht notwendig, dass man auf diese großen zusätzlichen Drücke Rücksicht nimmt. Und bei Überschallflügen treten ja dann auch Druckstöße auf. Da bildet sich ja dann ein Überschallknall, der dadurch zustande kommt, dass also da so kegelförmig eine Druckwelle nach hinten sich ausbreitet. Das sind also dann wesentliche Druckänderungen, die auch zu Dichteänderungen in dem System führen. Also inkompressibel kann durchaus auch ein Gas sein, wenn die Geschwindigkeiten unterhalb der Schallgeschwindigkeit sind. Nun, dann gibt es natürlich noch eine weitere Unterscheidung, über die wir dann noch sprechen müssen. Ein Fluid kann reibungsfrei oder zäh sein. Gase werden im Allgemeinen eher als reibungsfrei angesehen werden. Flüssigkeiten werden eher eine etwas größere Reibung haben. Also da wird man dann unterscheiden. Insbesondere wird also hier zwischen Flüssigkeit und Gas ein wesentlicher Unterschied sein. Aber in manchen Anwendungsfällen können auch die Reibungen in Flüssigkeiten vernachlässigt werden. Und dann wollen wir noch über die Strömungsformen sprechen. Was für unterschiedliche Strömungsformen wollen wir denn sinnvollerweise unterscheiden? Und da ist also eine wichtige Strömungsform, ob eine Strömung stationär oder nicht stationär ist. Was ist darunter zu verstehen? Da betrachten wir von außen sozusagen, von dem ruhenden System, relativ zu dem dieses Fluid sich bewegt, betrachten wir das sogenannte Strömungsbild, also das Vektorfeld der Geschwindigkeitsvektoren. An jedem Punkt gibt es eben einen im Allgemeinen unterschiedlichen Geschwindigkeitsvektor. Dieses Strömungsgeschwindigkeitsfeld ist also das Vektorfeld der Geschwindigkeitsvektoren. Naja, und da kann es also jetzt sein, dass dieses Vektorfeld, schauen wir uns einmal vielleicht so eine Strömung an, durch so einen sich verengenden Kanal, da werden da die Geschwindigkeitsvektoren kleiner werden und dann da im Allgemeinen immer größer werden. Wenn das da in diesen Kanal hineinströmt, das sind alles die Geschwindigkeitsvektoren. Wenn aber da also eine konstante Pumpleistung oder ein konstantes Gebläse hier betrieben wird, dann wird dieses Vektorfeld, dieses Strömungsbild, das Sie hier betrachten können, konstant sein, weil an jedem Punkt die dortige Geschwindigkeit nicht zeitabhängig ist. Dann nennen wir das eine stationäre Strömung. Obwohl, wenn man da so als kleines U-Boot sozusagen, also sprich als ein kleines Volumenselement, da mitschwimmt, wird man als mitschwimmendes System bemerken, dass die Geschwindigkeit größer wird. Das heißt aber deshalb nicht, dass diese Strömung nicht stationär ist. Es handelt sich darum, ob das Strömungsbild konstant bleibt oder nicht. Aber das muss es ja auch nicht sein, denn wenn ich das Gebläse gerade erst einschalte und das läuft an, dann werden auch an jeder Stelle die Geschwindigkeitsvektoren im Laufe der Zeit größer werden, die Geschwindigkeiten größer werden, solange bis das eben in einen stationären Zustand kommt. Also typischerweise sind so Einschalt- und Ausschaltvorgänge bei Strömungen Anzeichen für Nichtstationaritäten. Aber natürlich, auch dann treten Nichtstationaritäten auf, wenn man in einer Strömung
gewisse Störungen betrachtet. Als nächstes, was wir hier besprechen wollen, ist, dass eine Strömung wirbelfrei sein kann oder dass wir eine Wirbelströmung haben. Naja, wirbelfrei bedeutet, dass die Stromlinien nebeneinander herlaufen, sich aber nicht schließen. Wirbelströmungen liegen vor, wenn man geschlossene Stromlinien hat, sodass dann längs einer solchen Stromlinie ein Ringintegral über den Geschwindigkeitsvektor ungleich Null sein wird. Das nennt man dann auch die Zirkulation. Das werden wir aber noch etwas genauer besprechen, wenn wir uns kurz über die Wirbelströmungen unterhalten. Hier möchte ich eben nur erklären den qualitativen Unterschied. Wenn es keine geschlossenen Stromlinien gibt, dann hat man eine wirbelfreie Strömung. Wenn Stromlinien geschlossen sind, dann liegt eine Wirbelströmung vor. Zumindest ist das ein grobes Kriterium. Etwas genauer kann man das dann eben über den Begriff der Zirkulation definieren und da zeigt sich dann sogar in manchen Fällen, wenn die Stromlinien nicht geschlossen sind, kann es Zirkulation an ungleich Null geben. Das möchte ich noch dahingestellt lassen. Und eine dritte besonders wichtige Unterscheidung, das ist auch sehr wichtig natürlich, ist die Unterscheidung, ob die Strömung laminar oder nicht laminar, da hat man aber ein eigenes Wort dafür, turbulent ist. Was ist darunter gemeint? Da greife ich jetzt auf diese Überlegung mit dem Stromfaden zurück. Wenn eine Strömung laminar ist, dann bedeutet das, dass zwei benachbarte Stromfäden, wenn also da ein zweiter sich nebenher anschließt, wieder so ein Stromfaden, zwei solche benachbarte Stromfäden, also da gibt es also da so diese Trennungslinie zwischen den beiden, dass die individuell erhalten bleiben im Zuge der Strömung und sich nicht durchmischen. Während bei einer turbulenten Strömung sehr bald, nachdem man das hier betrachtet, diese Stromfäden einander ganz durchmischen, sodass man dann gar keine separate Strömungsform hier mehr betrachten kann. Und da könnte man natürlich sagen, naja, das weiß man nicht, ob das jetzt gerade noch laminar oder schon turbulent ist. Es zeigt sich aber interessanterweise, dass es meistens einen sehr deutlich erkennbaren, schlagartigen Übergang zwischen Laminarität und Turbulenz gibt. Letztlich läuft das darauf hinaus, dass eine solche Strömung eine Zeit lang, wenn sie nicht zu schnell wird, stabil bleibt, laminar und man wirklich ein entsprechend geordnetes Strömungsbild betrachten kann und dann jenseits einer gewissen Strömungsgeschwindigkeit bricht dann diese Stabilität zusammen und das führt dann eben zu diesen Durchmischungen. Dann wird also die Strömung unstabil und damit turbulent. Das heißt, dass natürlich jedenfalls eine turbulente Strömung auch nicht stationär sein wird. Aber es können durchaus laminare Strömungen auch nicht stationär sein. Wenn man also da hier langsam das Gebläse einschaltet und da die Strömung immer schneller wird, aber nach wie vor eine geordnete Strömung bleibt. Also laminar turbulent und stationär nicht stationär sind durchaus unterschiedliche Begriffe. Auch bei der Wirbelströmung ist es so, dass Wirbel natürlich auch zu Turbulenzen führen können und dass in turbulenten Strömungen immer auch Wirbel vorhanden sein werden. Turbulent ist sozusagen das Allgemeinste. Da wird es sowohl Nichtstationarität als auch Wirbelströmung geben. Aber es kann natürlich auch
Wirbel, stationäre Wirbel in einer Strömung geben. Wenn man zum Beispiel an den Ausflusswirbel in einem Waschtrog denkt und da haben Sie also da dann in der Mitte den Ausfluss und da bildet sich da so eine Wirbelströmung, da kann man durchaus von geordneten Stromfäden sprechen und man kann auch durchaus davon ausgehen, das ist also dann nicht turbulent, aber auch, dass dieser Wirbel über eine gewisse Zeit auch stationär bleibt. Also wirbelfreie Strömungen, Wirbelströmungen können auch stationäre Strömungen sein. Also das sind schon unterschiedliche Gegensatzpaare. Und bei diesem Unterschied zwischen stationär und nicht stationär möchte ich jetzt auch noch einmal kurz auf diesen Begriff der Bahnkurve der Flüssigkeitsteilchen kommen. Wenn sich so ein Strömungsbild, wie ich es hier angedeutet habe, nicht stationär ändert, also wenn dieses Strömungsbild so sich ändert, dass die Vektoren an den einzelnen Punkten sich im Lauf der Zeit ändern werden, dann kann es leicht passieren, dass diese Tangentiallinien, die Stromlinien sozusagen so quer wegtauchen. Dadurch, dass diese Strömungsvektoren sich geringfügig ändern und dann läuft auf einmal die Tangentiallinie ganz woanders. Aber das Teilchen, das längs der Bahnkurve geht, muss ja immer auf einer bestimmten Kurve unterwegs sein und da tauchen dann sozusagen die Stromlinien unter Umständen quer weg von den Bahnkurven der Flüssigkeitsteilchen. Wir beschreiben aber stets die Strömung durch Stromlinien, weil wir diesen einfachen Zusammenhang für die Beschreibung der Strömung haben wollen, dass eben die Stromlinien tangentiell an die Strömungsvektoren liegen. Bei den Bahnkurven wird das im Allgemeinen nicht der Fall sein, wenn sich eben die Strömungsgeschwindigkeitsvektoren an jedem Punkt mit der Zeit ändern und man eine nicht stationäre Strömung hat. Ich betone diese Definitionen insbesondere auch deshalb so genau, weil das zwar jetzt in der Hydrodynamik zwar wichtig ist, aber vielleicht wäre das nicht so extrem wichtig, dass man sich das so gut merkt, aber die Hydrodynamik hat einen großen Vorteil. Sie ist komplett anschaulich. Man kann sich also vorstellen, was es heißt, dass es da einen Geschwindigkeitsvektor gibt, weil da bewegt sich also die Flüssigkeit mit einer gewissen Geschwindigkeit hier. Ganz ähnliche Begriffe, also wie Stromlinien, Vektorfelder und in weiterer Folge dann auch Stromdichten und Flüsse, das kommt dann noch anschließend. Die ganz analogen Begriffe verwendet man dann auch in anderen Gebieten der Physik in völlig unterschiedlicher Interpretation. Also zum Beispiel ein elektrisches Feld ist ebenfalls ein Vektorfeld. Und da definiert man sich dann elektrische Feldlinien. Das entspricht genau hier den Stromlinien. Die sind Tangentiallinien an die elektrischen Feldstärkevektoren. Und man definiert sich einen elektrischen Fluss, obwohl dort in der Elektrostatik gar nicht wirklich irgendetwas konkret fließt. Aber formell in gleicher Weise. Daher ist also ein gutes Verständnis der Hydrodynamik eine gute Basis für die Anwendung in anderen Bereichen, etwa in der Elektrodynamik, wo diese Ideen eins zu eins übernommen werden, formal vollkommen gleichartig durchgeführt werden, aber was ganz anderes bedeuten. Die elektrische Feldstärke ist also auch ein Feldvektor, aber da bewegt sich nichts mit irgendeiner Geschwindigkeit dort, sondern die zeigt nur an, dass es dort an dieser Stelle dieses elektrischen Feldes gewisse Kraftwirkungen gibt. Also eine völlig andere Interpretation. Aber formal wird es in gleicher Weise durchgeführt und ich gebe schon zu, es ist immer gut im Hintergrund dieses hydrodynamische Bild zu haben.
obwohl man dann immer aufpassen muss, dass es nicht so ist, dass es auch in der Interpretation das Gleiche ist, sondern die Interpretation ist unterschiedlich. Also deswegen wollen wir uns diese Begriffe in der Hydrodynamik gut vergegenwärtigen, weil wir dann in wenigen Monaten, wenn wir dann im Sommersemester uns mit der Elektrodynamik beschäftigen, auf diese Dinge wieder zurückkommen werden. Zum Abschluss dieser Einteilung möchte ich Ihnen jetzt noch einen Videofilm zeigen und bitte Sie, Herr Litschauer, dass Sie den anwerfen, wo man also diesen Umschlag zwischen laminarer Strömung und turbulenter Strömung sehr schön sichtbar machen kann bei einer Rohrströmung in einer Flüssigkeit. Da können Sie sehen, Sie haben hier ein waagerechtes Rohr, da strömt Flüssigkeit durch und in der Mitte wird durch ein kleineres Rohr ein Stromfaden einer gefärbten Flüssigkeit dazugefügt. Und die sind also laminar überschichtet und dadurch ergibt sich keine Durchmischung der Stromfäden. Wenn man jetzt die Strömungsgeschwindigkeit erhöht, dann passiert zunächst noch nichts, aber dann ganz plötzlich kommt es also zu starker Durchmischung und Sie haben die Turbulenz. Also bis zu einem gewissen Punkt hat man Laminarität und unmittelbar anschließend tritt Turbulenz auf. Vielen Dank. Also da haben wir ein Beispiel, wie man den Umschlag von laminar zu turbulent hier zeigen kann. Bitte. Und zwar, wenn man sich das jetzt bei einer Kerze zum Beispiel vorstellt, wo der Rauch dann eben aufsteigt, sieht man ja meistens, dass es nur ein paar Zentimeter sind, das laminar ist und dann wird es turbulent. Aber wenn jetzt ein windfreier, wenn die Kerze jetzt zum Beispiel in einem windfreien Zimmer steht oder irgendwas, bricht es trotzdem. Durch was kann die Laminarität gebrochen werden? Die Frage ist, wieso es bei den Kerzen dazu kommt, dass der Rauch, der aufsteigt, sich sehr schnell turbulent durchmischt mit der Umgebung. Da spielen natürlich verschiedene Dinge mit, aber insbesondere hat man hier auch große Temperaturunterschiede. Und durch die großen Temperaturunterschiede kommt es natürlich zu unterschiedlich starken Auftrieben und das führt dann dazu, dass selbst bei relativ geringen Strömungsgeschwindigkeiten hier eine Durchmischung stattfindet. Also ich habe jetzt gesagt, wir können die Hydrodynamik so quasi als ein besonders übersichtliches mechanisches Modell für verschiedenartige Anwendungen sehen. Also insbesondere auch zur Beschreibung von elektrischen und auch magnetischen Feldern, die wir im Sommersemester kennenlernen werden. In dem Zusammenhang ist insbesondere auch der Begriff des Flusses und der Begriff von Quellen wichtig. Das wird uns in der Elektrodynamik und in der Elektrodynamik ganz wesentlich beschäftigen, ist aber auch in der Hydrodynamik sehr wichtig. Wir sprechen also generell hier jetzt über die Massenerhaltung. Man kann davon ausgehen, dass in einer Strömung die Masse des strömenden Fluids ja nicht irgendwie verloren gehen oder neu erfunden werden kann oder so, sondern es muss eine Erhaltung geben. Und diese Massenerhaltung bei den Strömungen, die werden wir uns jetzt versuchen, möglichst klar und prägnant formal darzustellen. Es wird sich dann zeigen, und ich mache gleich wieder diese Verbindung zum Sommersemester, dass wir wirklich aufs Haar in der gleichen Weise diesen Formalismus auch verwenden werden, um etwa in der Elektrodynamik die Ladungserhaltung darzustellen. Also das ist ein Konzept, das eine breite Basis hat. Und wenn Sie es einmal verstanden haben, dann verstehen Sie es in verschiedenen Zusammenhängen.
ist ein großer Vorteil, dass man ähnliche Modelle und ähnliche theoretische Beschreibungen, den gleichen Formalismus für ganz unterschiedliche Situationen anwenden kann. Also um das gut darstellen zu können, brauchen wir zunächst einmal den Begriff von Fluss und von Quellen. Also schauen wir uns einmal an, was wir unter den Flüssen verstehen. Definieren wir uns einmal als erstes in einer solchen flüssigen oder gasförmigen Strömung den Volumensfluss. Volumensfluss. Naja, das ist relativ einfach zu beschreiben. Sie können davon ausgehen, und das ist ja eine in der Anwendung natürlich sehr wichtige Situation, dass man in einer Flüssigkeitsströmung oder Gasströmung ja eben etwas transportieren kann. Ein Volumen dieses Fluids oder eine Masse, wenn Sie zum Beispiel denken, dass irgendeine Flüssigkeit, meinetwegen Öl, durch eine Pipeline eben durchströmt, da möchte man wissen, wie viel Masse pro Zeiteinheit geht durch den Querschnitt dieser Pipeline durch. Naja, eine sehr wichtige Fragestellung, weil dann auch richtet sich's, wie viel Öl heute dann noch an einer gewissen Zeit zur Verfügung steht und transportiert werden konnte. Ein Beispiel. Generell, wenn Sie irgendeinen Strömungsverlauf haben, können Sie sich dafür interessieren, welches Volumen dieses Fluids wird pro Zeiteinheit durch eine bestimmte Querschnittsfläche in dieser Strömung hindurchtreten. Und das nennt man den Volumensfluss. Na, und das definieren wir uns mit seinem großen Phi, wo wir da Häkchen dazu machen, um es von dem Phi, das wir als Potential verwenden, zu unterscheiden. Das ist nicht auf der ganzen Welt immer so, aber Sie werden es doch häufig finden, dass man da so ein Phi, ein großes Phi verwendet, und das wollen wir also auch so machen. Dieses Phi für den Volumensfluss ist also dann nichts anderes als ein Flächenintegral über die Querschnittsfläche, um die es geht, V-Pfeil, skalar mit df-Pfeil. Also wenn man eine gewisse Querschnittsfläche hat und da treten also hier Vektoren alle an, dann ergibt sich hier so ein Quader und das Volumen dieses Quaders ist gerade das Volumen an Flüssigkeit, das durch diese Querschnittsfläche in der Zeiteinheit hindurchgetreten ist, weil ja die Geschwindigkeit der Weg ist, der pro Zeiteinheit zurückgelegt wird. Daher wird durch dieses Volumen, durch diese Querschnittsfläche, das ist die Querschnittsfläche A hier, eben ein gewisses Volumen hindurchtreten, und dieses Volumen, das ist eben das durch die Querschnittsfläche hindurchgetretene Volumen. Natürlich im Allgemeinen wird ja die Geschwindigkeit nicht immer gleich groß sein in der Flüssigkeit. Daher macht man das, was man immer macht in solchen Fällen. Man führt eben eine Integration durch und unterteilt diese Fläche noch in viele kleine Teilflächen, hat dann lauter solche Flächenelemente df-Pfeil, also df, und bildet dann diese Geschwindigkeit mal df. Jetzt sehen Sie aber hier ein Skalarprodukt stehen. Und die Idee dabei ist, und das ist also etwas, was man sich hier ganz klar machen soll, dass es natürlich darauf ankommt, ob diese Flüssigkeitsströmung senkrecht auf dieses Querschnitts, auf diese Querschnittsfläche steht oder ob die unter einem gewissen Winkel hier ist. Denn wenn Sie da einen schrägen Winkel da haben
oder das vielleicht sogar tangentiell an die Strömung legen, dann wird natürlich das Volumen an Flüssigkeit, was dann durch diese Fläche durchtritt, unterschiedlich sein. Und um das also möglichst übersichtlich und klar darstellen zu können, betrachtet man jetzt für jedes solche Flächenelement einen Flächenvektor DF-Pfeil, der so definiert ist, das wird Ihnen ja sicher nicht mehr unbekannt sein, weil das mit den Flächenvektoren haben Sie sicherlich schon beim Kollegen Delago bei den Integrationen gesehen. Dieser Flächenvektor ist ein Vektor, der steht senkrecht auf das ihm zugeordnete Flächenelement und die Länge, der Betrag dieses Flächenvektors, das ist dann gleich dem Flächeninhalt dieses Flächenelementes. Und wenn nun diese Strömung wirklich senkrecht auf die Fläche hier strömt, so wie ich es hier dargestellt habe, dann ist es so, dass dieser Flächenvektor und der Geschwindigkeitsvektor parallel zueinander sind. Dann ist das Skalarprodukt der beiden einfach gleich, Winkel 0 Grad, dem Produkt der Beträge. Und dann ist das klar, was wir jetzt zu Anfang gesagt haben, dass also das Volumen, das da pro Zeiteinheit durchtritt, einfach Fläche mal Geschwindigkeit ist. Wenn das aber schräg steht, dann steht auch dieser Vektor DF-Pfeil schräg. Und da wird gerade darauf Rücksicht genommen. Wenn man da jetzt wieder das Skalarprodukt bildet, da geht der Kosinus dieses Winkels gerade so ein, dass eben dann der Fluss durch dieses schräg gestellte Element geringer wird, weil ja eben nur ein kleinerer Teil dieser Flüssigkeit dann durch so ein schräg gestelltes Querschnittselement hindurchtritt. Und wenn diese Fläche gar so liegt, dass die Strömungsgeschwindigkeitsvektoren in der Fläche sind, dann wird natürlich der Flächenvektor senkrecht zur Geschwindigkeit stehen und dann wird dieses Skalarprodukt gleich Null sein. Also durch die Betrachtung des Skalarproduktes von V und DF-Pfeil trägt man dem Umstand Rechnung, dass man auch im Allgemeinen Querschnittsflächen zulassen möchte, die irgendwie schräg zur Strömungsgeschwindigkeit sind. Wenn man aber, was natürlich in vielen praktischen Fällen dann schon der Fall ist, nur Querschnitte betrachtet, die einfach senkrecht zur Strömung sind, so wie ein Rohrquerschnitt und die Strömung geht dazu senkrecht, ja dann, so wie hier, wird der Flächenvektor und der Geschwindigkeitsvektor parallel zueinander sein und dann hat man hier nur das Produkt der Beträge. Also diese Darstellung beinhaltet den allgemeinen Fall, dass diese Fläche, über die hier integriert wird, die gesamte Querschnittsfläche, durch die man eben wissen möchte, wie groß das Volumen pro Zeiteinheit ist, das so durchtritt, eben hier beliebig liegen kann. Also man hat bei diesem Volumensfluss sich ausgerechnet, das Volumen des Fluids, das pro Zeiteinheit die Fläche A durchströmt. Volumen des Fluids, das pro Zeiteinheit die Fläche A durchströmt. Und ich glaube, dass das durchaus anschaulich, übersichtlich und verständlich ist. Merken Sie sich das. Der Volumensfluss ist das Volumen des Fluids, das pro Zeiteinheit durch diese Fläche A, über die hier integriert wird, hindurchströmt. Da muss man dazu sagen, das ist natürlich jetzt eine integrale Größe. Man betrachtet eine bestimmte Fläche in dieser Strömung. Das heißt, wenn man sich so einen Volumensfluss
betrachten möchte, ist immer wichtig dazu zu sagen, was für eine Fläche betrachte ich denn? Durch welche Fläche möchte ich denn diesen Fluss betrachten? Diese Überlegung wird dann wieder sehr wichtig werden, wenn man in der Elektrostatik zum Beispiel vom elektrischen Fluss spricht. Da kommt es wieder genau darauf an, ja, durch welche Fläche tritt er hindurch? Oder der magnetische Fluss durch eine Spule hindurch, da kommt es auf die Spulenquerschnittsfläche an, durch die dieser magnetische Fluss dann hindurchtritt. Und dieser magnetische Fluss ist dann sehr wichtig im Zusammenhang mit der berühmten Induktionswirkung, das Faradaysche Induktionsgesetz. Ich möchte das nur einmal angesprochen haben. Sie werden diesen Begriffen wieder begegnen. Nur sie sind dann nicht so einfach mechanistisch anschaulich verständlich. Und da werden Sie dann immer im Hinterkopf die Hydrodynamik haben und sich dann dazu aber sagen, aber Moment, die Interpretation ist jetzt anders. Aber das Bild ist ähnlich. Nur haben Sie halt dann kein Geschwindigkeitsfeld, sondern etwa ein Feld von magnetischen Flussdichtevektoren als ein Beispiel. Also das ist der Volumensfluss. Das ist aber nicht alles, was uns jetzt in der Hydrodynamik interessiert. Wir wollen ja zur Massenerhaltung kommen. Daher brauchen wir auch den Massenfluss. Na, da tun wir uns jetzt schon leicht. Aber vielleicht sollte ich kurz unterbrechen. Haben Sie zu dieser Begriffsbildung eine Frage? Ist der Volumensfluss verständlich? Ja. Was fällt? Dieser Quader da hier, dessen Volumen ist gerade das Volumen des Fluids, was pro Zeiteinheit durch diese Querschnittsfläche hindurchgetreten ist. Weil ja das der Geschwindigkeitsvektor ist. Und das ist ja die Strecke, die das Fluid pro Zeiteinheit zurückgelegt hat. Das tut es überall hier, dadurch ergibt sich gerade dieser Quader. Und das ist daher das gesamte Volumen, das eben in einer Sekunde pro Zeiteinheit durchgetreten ist, weil sich ja in dieser Sekunde das Fluid gerade um dieses Stück weiter bewegt hat. Die Geschwindigkeit ist ja die Wegstrecke pro Zeiteinheit. Naja, wenn der Würfel schräg, also wenn die Fläche schräg ist, das liegt dann vielleicht so und sie gehen da so durch. Dann haben Sie da eine solche Situation, das muss ich jetzt natürlich auch wieder so schräg zusammenbringen, wo dann dadurch die Fläche, das Volumen ja kleiner wird, weil ich ja die Fläche, sagen wir, bleibt die gleiche Fläche A. Aber Sie legen die Fläche schräg. Dann wird ja das Volumen dieses Parallelepipeds da hier, das ist jetzt kein Quader mehr, kleiner. Und wenn das ganz zusammenklappt, wird es sogar null, dann kommt die Strömung nur streifend an diesem, an dieser Fläche vorbei. Aber da liegen jetzt die Flächenvektoren auch schon unter einem Winkel zu den Geschwindigkeitsvektoren. Und wenn Sie da jetzt das Skalarprodukt bilden, haben Sie da hier schon den Cosinus drinnen. Und wenn Sie es ganz umklappen, dann wird der Winkel 90 Grad und dann wird das Volumen 0 sein. Das bedeutet, dass dann VdF gleich 0 wird, wenn V und dF aufeinander senkrecht steht. Haben Sie das verstanden? Okay. Darum geht es. Deswegen verwendet man hier diese vektorielle Schreibweise, um also auch den Fall mit zu betrachten, wo diese Fläche, durch die dieser Fluss hindurchtritt, in einem beliebigen Winkel zu der Strömungsrichtung steht. Noch irgendwelche Fragen? Ja. Ist das somit der Quadratsatz?
Das ist kein Integralsatz, das ist nur die Definition des Volumensflusses. Aber das schon nämlich relativ identisch zum Satz von Gauss. Warten Sie, die Frage ist, dass das identisch zu dem Integralsatz von Gauss aussieht. Das tut es nicht, das schaut nur so ähnlich aus. Es fehlt aber ein Begriff drinnen, nämlich die Divergenz. Und wir werden heute noch darauf zu sprechen kommen. Haben Sie etwas Geduld, dann kommt der Integralsatz von Gauss. Noch irgendwelche Fragen? Aha, na sehen Sie, ich muss nur Sie auffordern. Ich habe das jetzt akustisch nicht gehört. Mit dem Doppelintegral deute ich an, dass es sich um eine Integration über eine zweidimensionale Fläche handelt. Wenn Sie ein Linienintegral betrachten, wie bei der Arbeit zum Beispiel, dann betrachten Sie ein Kurvenintegral über eine eindimensionale Kurve. Und das deute ich auch dann mit einem Integrationszeichen an. Und beim Volumensintegral, was wir dann auch betrachten werden, hat man eine Integration über einen dreidimensionalen Bereich. Und dann hat man entsprechend dann über x, y und z zu integrieren, was ich dann durch eine dreifache Integration hier andeuten möchte. Verständlich? Noch irgendwas, damit da keine unaufgeräumten Ecken bleiben. Na gut. Also es ist schon gut, dass ich Sie hier und da zum Fragen ermuntere. Also der Massenfluss, da geht es jetzt darum, nicht das Volumen des Fluids pro Zeiteinheit auszurechnen, sondern die Masse des Fluids, das der pro Zeiteinheit durchtritt. Na, das ist aber relativ leicht zu machen, weil das Volumen und die Masse hängen leicht über die Dichte zusammen. Die Dichte ist die Masse ist Dichte mal Volumen. Das heißt, wir brauchen nichts anderes schreiben und es erfordert jetzt nicht sehr viel zusätzliche Überlegung, als diesen Massefluss darzustellen, wieder über ein solches Integral über eine Querschnittsfläche A, wobei aber jetzt da drinnen das Rho mal V-Pfeil steht und dann multipliziert mit df-Pfeil, weil da geht es ja darum jetzt, dass man hier mit Rho mal V-Pfeil eben die Masse und nicht das Volumen berechnet. Also V mal df ist das Volumen, das pro Zeiteinheit durch ein kleines Querschnittselement df durchtritt. Wenn Sie dieses Volumen noch mit der Dichte, die dort herrscht, multiplizieren, dann kriegen Sie die Masse, die eben pro Zeiteinheit durch dieses spezielle Flächenelement durchtritt und die Integration bzw. Summation über alle diese Querschnittsflächen führt dann auf die gesamte Masse, die da pro Zeiteinheit die Fläche A durchströmt. Und dieses, das wollte ich es vorhin andeuten, dieses Rho mal V-Pfeil, das kriegt eine bestimmte Bezeichnung. Dieses Rho mal V-Pfeil, das nennen wir jetzt Fluidstromdichte. Nennen es J-Pfeil gleich Rho mal V-Pfeil und gibt im Wesentlichen an diese Stromdichte den Massefluss pro Flächeneinheit, der dann über diese Querschnittsfläche zu integrieren ist, um den gesamten Massefluss darzustellen. Den Massefluss pro Flächeneinheit genau genommen pro senkrechte Flächeneinheit. Massefluss pro
senkrechte Querschnittsflächeneinheit. Auch hier gibt es wieder ein wichtiges elektrisches Analogon, und zwar die elektrische Stromdichte. Das ist dann der entsprechende Ausdruck in der Elektrodynamik, wo es dann darum geht, wie viel Ladung pro Zeiteinheit durch eine Fläche hindurchtritt. Da hat man den Strom, der entspricht da dem Massefluss, und die Stromdichte ist dann dieser Strom pro Querschnittsflächeneinheit. Integriert über den Querschnitt, macht dann den ganzen Strom. Die Stromdichte, oder hier also die Fluidstromdichte, ist ein Vektor, der beinhaltet eine Information über die Richtung der Strömung. Es ist ja eben parallel zum Geschwindigkeitsvektor. Während der Massefluss selbst als integrale Größe sich über eine vorgegebene makroskopische Querschnittsfläche bezieht und kriegt man daher eine skalare Größe diesen Massefluss heraus. Nur mit diesen Begriffen jetzt können wir die Massenerhaltung näher beschreiben. Also noch einmal die gleiche Überschrift hier. Um das jetzt entsprechend darstellen zu können, wollen wir einmal ein bestimmtes makroskopisches Volumen V in unserer Strömung betrachten. Und wir wollen uns jetzt einmal anschauen als erstes, was wird denn jetzt die gesamte Masse des Fluids im Inneren dieses bestimmten Volumens V drinnen sein. Also die gesamte Masse des Fluids innerhalb von diesem Volumen V. Na, das lässt sich natürlich sehr leicht ausrechnen, wenn wir die Dichte der Flüssigkeit oder des Gases kennen. Weil da können wir dann gleich schreiben, diese gesamte Masse ist natürlich gleich einem Volumensintegral über dieses ganze makroskopische Volumen V, Rho mal dV. Wobei das jetzt ein Volumenselement ist. Das heißt, dieses Volumen V denkt man sich aufgeteilt so in viele kleine Würfeln, die dieses ganze Volumen bilden. Und wenn also dieses Fluid, etwa ein Gas, an verschiedenen Stellen unterschiedliche Dichten hat, dann muss man an jeder Stelle die dort gültige Dichte hernehmen, ein Rho mal dV bilden oder Rho mal Delta V und summiert dann alle diese Rho mal Delta V auf, geht dann zu immer feineren Einteilungen über und kriegt also wie üblich, das kennen Sie schon, dieses Volumensintegral. Und da jetzt, Herr Kollege, da oben war da irgendwie die Frage, glaube ich, verwende ich jetzt drei Integrationszeichen, um eben klarzumachen, dass es sich hier um einen dreidimensionalen Integrationsbereich handelt. Und das könnte man natürlich viel einfacher schreiben als nur Dichte mal Volumen, wenn die Dichte konstant, also nicht abhängig vom Ort ist. Dann kann man es vor das Integral setzen und dann steht nur Rho mal V. Aber wir wollen doch nicht so spezielle Fälle nur betrachten, sondern auch zulassen, dass das Dichtefeld eben eine Dichte sein kann, die ortsabhängig ist.
Na, damit haben wir also hier jedenfalls die Möglichkeit, zu einem bestimmten Zeitpunkt die gesamte Masse des Fluids innerhalb dieses Volumens darzustellen. Und jetzt kommt das Wichtige. Jetzt betrachten wir die Masse, die pro Zeiteinheit aus diesem Volumen herausfließt. Aus dem Volumen V herausfließt. Also denken Sie sich so ein Volumen, und da wird natürlich im Zuge so einer Strömung, wird da das Fluid aus diesem Volumen herausfließen. Woanders wird aber auch wieder eins hineinfließen. Das heißt, die Masse, die herausfließt, ist positiv, wenn sie wirklich herausfließt. Aber eine negative herausfließende Masse ist naturgemäß eine hineinfließende Masse. Und es kann natürlich auch sein, dass genauso viel hineinfließt wie herausfließt. Dann wird die insgesamte Masse, die da rausfließt, gleich Null sein. Aber das ist ein spezieller Fall. Das wird im Allgemeinen so nicht sein. Wann das auftritt, besprechen wir dann gleich anschließend, wenn wir einen Spezialfall uns anschauen. Aber jetzt einmal die Masse, die pro Zeiteinheit aus V herausfließt. Na, wie können wir uns das ausrechnen? Naja, dann nehmen wir natürlich den gerade kennengelernten Begriff, den Massenfluss her. Weil das ist ja die Masse des Fluids, das pro Zeiteinheit durch eine Fläche A hindurchströmt. Na, was für eine Fläche werden wir denn da jetzt betrachten wollen, wenn wir wissen wollen, wie viel da pro Zeiteinheit aus diesem Volumen herausfließt? Na, die Randfläche dieses Volumens. Denn wenn was aus dem Volumen herausfließen soll, muss es durch den Rand dieses Volumens, wo soll es denn sonst? Durch den Rand dieses Volumens herausfließen oder hineinfließen, wenn es negativ ist. Nur so kann ja Masse aus dem Innenraum dieses Volumens nach außen austreten oder umgekehrt eintreten. Wir werden also hier jetzt ein Flächenintegral betrachten, so wie hier, wo wir als Fläche den geschlossenen Rand dieses Volumens V betrachten. Denn so ein Volumen muss ja wohl einen geschlossenen Rand haben. Wie sollte denn das sein? Wenn Sie ein Volumen betrachten, dann ist das eine geschlossene Fläche, die dieses Volumen einschließt. Geschlossen bedeutet, dass diese Fläche ihrerseits wieder keine Randkurve hat. So wie eine Kugel hat ja keine Randkurve. Sie können ruhig an eine Kugel denken, können aber wieder an unsere übliche Erdäpfel denken. Also irgendwie eine allgemein geformte, geschlossene Fläche, die dieses allgemein geformte Volumen eben einschließt. Wir können also diese Masse, die da austritt, ganz einfach darstellen als den Massefluss, so wie hier, wo wir also integrieren über den Rand des Volumens V. Den Rand des Volumens V. Und da steht natürlich jetzt drinnen, so wie hier, Rho mal V-Pfeil, Geschwindigkeit, Rho V-Pfeil, dF. Ja? Naja, und da gibt es jetzt, der Kollege vorhin hat das also schon irgendwie gespürt und erschnuppert, gibt es jetzt die Möglichkeit, ein derartiges Flächenintegral über einen Rand eines gewissen räumlichen Bereiches umzuformen, mit Hilfe des berühmten Gaußschen Integralsatzes. Das ist im Wesentlichen nur eine mathematische Umformung, die man natürlich beweisen muss. Gott sei Dank ist es in der Mathematik sehr ausführlich alles durchgeführt worden. Wir benutzen es als ein Werkzeug. Es zeigt sich also, dass sich dieses Flächenintegral über den Rand eines Volumens darstellen lässt als ein
Volumensintegral über das ganze Volumen, wo da hier daran steht, über jetzt die Divergenz von Rho V-Pfeil und dann mal dV, wo das also wieder ein Volumenselement ist. Schreibe ich eigens dazu, weil halt Velocity und Volume leider beide mit V anfangen und da hat man halt nur die Möglichkeit darauf zu achten, dass bei der Geschwindigkeit des V klein ist und einen Pfeil trägt und beim Volumen des V groß ist und keinen Pfeil trägt. Also da muss man dann schon ein bisschen genau aufpassen, das kann man aber kaum anders sinnvoll schreiben. Und diese Umformung hier ist eine identische Umformung, in der eigentlich keine Physik drinnen steht. Das ist nur eine Umformung. Das ist die Umformung entsprechend dem berühmten Gaußschen Integralsatz. Haben Sie den schon kennengelernt beim Kollegen De Lago? Sehr gut. Dann brauche ich Ihnen da nicht sehr viel drüber zu sagen. Insbesondere ist wichtig zu wissen, was die Divergenz seiner Größe ist. Das schreibe ich zur Sicherheit hin. Die Divergenz eines Vektorfeldes J-Pfeil, denn dieses Rho-V-Pfeil, das entspricht ja wieder der Massenflussdichte J-Pfeil, die lässt sich darstellen in Komponenten als dj1 nach dx1 plus dj2 nach dx2 plus dj3 nach dx3. Das ist hier als in Parenthese hergeschrieben, damit Sie nicht durch diese Darstellung jetzt irgendwie verwirrt werden. Also wir haben hier diese Masse, die pro Zeiteinheit aus dem Volumen herausfließt, umgeformt mit Hilfe des Gaußschen Integralsatzes. Nun, was ist daraus jetzt für ein Schluss zu ziehen? Wenn wir jetzt uns einerseits anschauen, die Gesamtmasse des Fluids, dann sehen Sie, wir haben hier ein solches Volumensintegral. Andererseits, die Masse, die pro Zeiteinheit austritt aus dem Volumen, lässt sich wieder als Volumensintegral darstellen. Wo kommt jetzt die Massenerhaltung hinein? Und das ist jetzt das, wo die Physik eben eine wichtige Rolle spielt. Wie wird denn damit die Massenerhaltung dargestellt? Naja, ganz einfach, wirklich einfach. Was müssen wir denn sinnvollerweise verlangen, damit wir eben berücksichtigen, dass wir Massenerhaltung haben? Na, sehr einfach. Das, was aus dem Volumen herausfließt, ist nachher weniger drin. Das heißt, wenn es einen Fluss gibt von Masse aus dem betrachteten Volumen in der Strömung heraus, Fluss in dem Sinn, dass da jetzt eben eine gewisse Masse pro Zeiteinheit dieses Volumen verlässt. Dann muss in gleichem Maße die Masse im Inneren dieses Volumens zurückgehen. Das ist die Idee der Massenerhaltung. Na, so wie bei einem Geldbeutel. Nicht? Wenn man aus dem Geldbeutel was rausnimmt, wenn was herausfließt, leider Gottes passiert das alle Augenblick, dann werden Sie feststellen, dass nachher weniger drin ist. Also das heißt, wenn es da einen Fluss aus dem Volumen, sprich Ihrem Geldbeutel, herausgeht, stellen Sie nachher fest, dass das, was da vorher drin war, weniger geworden ist. So einfach ist das. Mehr steckt gar nicht dahinter. Eine Geldbeutel-Relation, wenn Sie so wollen. Im einen Fall ist es die Erhaltung des Geldes und im anderen Fall die Erhaltung der Masse. Nicht? Bei den Staaten ist das ein bisschen anders. Die drucken dann manchmal Geld. Und dann ist auf einmal wieder mehr da, obwohl gar keins da ist. Das wollen wir hier nicht betrachten. Nicht? Hier haben wir also die Erhaltung der Masse und dementsprechend haben wir hier einfach den Umstand, dass gelten muss wegen der Massenerhaltung,
dass das dm nach dt, also die zeitliche Änderung der Gesamtmasse, gleich sein muss minus phi m. Warum minus? Wenn dm nach dt größer 0 wäre, na umgekehrt, sagen wir so, wenn dm nach dt kleiner 0 ist, das ist das, was im Geldbörsel passiert, es wird weniger und weniger im Geldbörsel, das ist ja unser tägliches Brot. Also wenn dm nach dt kleiner als 0 ist, dann war der Fluss aus dem Volumen heraus positiv. Das heißt, ich muss das wieder mit einem Minus machen, damit das beidseitig stimmt. Eine Abnahme der Gesamtmasse geht einher mit einem positiv nach außen gerichteten Fluss. Daher braucht man da das Minus, dass dann wirklich die Abnahme draus wird. Das ist ein verhängnisvolles Minus. Nicht? Wenn das nicht wäre, dann hätte man, je mehr man Geld ausgibt, desto mehr Geld im Bärsel haben. Aber dieses Minus verhindert das. Aber das ist eben ein unvermeidliches Minus. Und daher können wir jetzt sofort erkennen, was jetzt passiert, wenn wir hier einsetzen, meine Damen und Herren. Wir haben sowohl das m berechnet, das steht da oben als erste Gleichung da auf der in der rechten Spalte, als auch das phi m, das steht da unten. Beides sind Volumensintegrale. Also daraus ergibt sich jetzt, wenn man das dm nach dt berechnet, und berücksichtigt, dass unter sehr allgemeinen Voraussetzungen die Differenziation mit der Integration da vertauscht werden kann, dass dieses dm nach dt gleich ist diesem Volumensintegral von d rho nach dt dv. Differenzieren im Inneren des Volumens. Die Differenziation des ganzen Integrals nach der Zeit lässt sich auch umgekehrt schreiben durch Vertauschung von Differenziation und Integration als Integration über die differenzielle, über die differenzierten Integranten und das ist die Dichte. Also wir können dieses dm nach dt so schreiben und auf der anderen Seite steht jetzt minus phi m. Und da braucht man nur hinschreiben, das ist also gleich minus wieder dieses Volumensintegral, das wir da schon mit Hilfe von dem gaußschen Integralsatz ja da umgeformt haben, Divergenz rho V-Pfeil. Das schreiben wir nur ab. Mal dv. Da haben wir einen Integranten und da haben wir den Integranten, mitsamt dem Minus natürlich. Und diese Beziehung wird sicher richtig sein, wenn sie für beliebige Volumina gelten soll, wenn sie für die Integranten stimmt. Das heißt, man kann hier unmittelbar von einer integralen Beziehung auf eine differenzielle Beziehung übergehen. Wenn man diese dann wieder integriert, kommt man ja auf die wieder zurück. Das heißt, das ist jedenfalls erfüllt, wenn wir also haben, dass das d rho nach dt, und jetzt bringen wir das mit den Minus gleich auf die andere Seite, plus Divergenz von rho v-Pfeil gleich 0 ist. Diese Gleichung ist eine ganz wichtige Differentialgleichung, die sogenannte Kontinuitätsgleichung. Und hat zum Inhalt, sie sagt aus, dass die Masse in dem System erhalten ist. Es gibt eine Gleichung, die völlig ähnlich, eigentlich identisch ausschaut in der Elektrodynamik. Dort ist es die Kontinuitätsgleichung zwischen Ladungsdichte und Stromdichte und sagt aus, dass die Ladungen in einem System eine erhaltene Größe sind. Auch Ladungen können nicht erzeugt oder vernichtet, sondern höchstens getrennt werden. Und das ist hier die Kontinuitätsgleichung für die Massenerhaltung. Und dieses Rho mal V, das ist, wie ich hier oben schon aufgeschrieben habe, die Fluidstromdichte. In der Elektrodynamik ist es dann die elektrische Stromdichte. Also Sie haben hier die
berühmte Kontinuitätsgleichung in der Hydrodynamik. Und man kann hier also sofort erkennen, wenn man inkompressible Fluide hat, also jetzt Spezialfall, Flüssigkeiten oder überhaupt eben inkompressible Fluide. Bei inkompressiven Fluiden haben wir ja, dass sich die Dichte nicht ändert. Lässt sich nicht komprimieren. Dann ist d rho nach dt gleich 0. Und rho ist konstant. Das heißt, es ist daher, wenn dieses d rho nach dt sich nicht ändert, weil eben rho konstant ist, dann ist Divergenz von rho v Pfeil gleich 0, damit das erhalten ist so. Aber wenn rho konstant ist, kann ich das auch vor die Divergenz setzen und es bleibt über Divergenz von v ist gleich 0. Sie können es also einem Strömungsfeld von Strömungsgeschwindigkeitsvektoren sofort ansehen, ob es sich um eine inkompressible Strömung handelt, ein inkompressibles Fluid. Sie brauchen nur die Divergenz von V bilden. Wenn diese gleich 0 ist, dann ergibt sich augenblicklich daraus, dass Sie ein inkompressibles Fluid haben. Ansonsten wird die Divergenz nicht gleich 0 sein, aber dann ergeben sich zeitliche Änderungen der Fluiddichte. Also so viel dazu. Jetzt haben wir einige wesentliche Grundbegriffe besprochen. Nur etwas möchte ich noch erwähnen. Wir haben da oben diesen Gaußschen Integralsatz aufgeschrieben. Dass also dieser Fluss aus dem Volumen V heraus sich als ein solches Integral Divergenz je dv aufschreiben lässt. Wenn wir jetzt annehmen, meine Damen und Herren, dass dieses Volumen V, wir betrachten ja ein Volumen V in der Strömung, ein relativ kleines Volumen ist, wo sich dann diese Divergenz von Rho V innerhalb des Volumens nur wenig ändern wird, dann kann man bei der Integration die Divergenz vor das Integral setzen. Und es bleibt dann nur stehen, die Divergenz mal diesem kleinen Volumen. Und dann dividieren Sie durch dieses Volumen durch und kriegen sofort heraus, was Ihnen wahrscheinlich der Kollege De Lago auch schon gesagt hat, dass die Divergenz dann einfach der Fluss aus diesem kleinen Volumen heraus pro Volumenseinheit ist. Diese Divergenz, die da drinnen steht, ist also das, was man die Quelldichte nennt. Also der Fluss des Fluids aus einem kleinen Volumen heraus pro Volumenseinheit. Wenn diese Divergenz gleich 0 ist, dann gibt es keinen solchen Fluss. Das heißt, bei einer inkompressiblen Flüssigkeit wird immer von der einen Seite so viel in das Volumen eintreten, wie aus der anderen wieder austritt, weil sich eben das Ding nicht zusammendrücken lässt. Wenn es dagegen kompressibel ist, dann kann sich das ja in dem Volumen anhäufen. Oder umgekehrt auch expandieren. Und dann kommt es dazu, dass aus einem solchen Volumen auch ein Nettofluss austreten kann. Dann gibt es eine Quelldichte. Dementsprechend ist also generell, aber das ist jetzt mehr eine mathematische Aussage, die Divergenz je gleich der Quelldichte des J-Feldes. Und damit haben wir wesentliche Grundlagen nicht nur für die Hydrodynamik, sondern auch schon für die Elektrodynamik gewonnen. Morgen sprechen wir dann über die berühmte Bernoulli-Gleichung und werden einige wichtige Folgerungen daraus ziehen und auch
daran anschließend ein paar Experimente dazu zeigen. Vielen Dank.